In Hamburg begrüße ich Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Eines der Themen, die dort behandelt werden, Moin. Sind die sogenannten Fake News, also Falschmeldungen, die auch automatisiert durch Social Bots verbreitet werden. Ein Problem, das auch im US-Wahlkampf massiv aufgetreten ist. Was kann man denn nach Ihrer Ansicht dagegen tun? Primär ist dieses Phänomen ja kein neues. Also es ist nicht neu, dass die Menschheit Lügen in die Welt setzt, um andere zu täuschen. Was neu ist, ist, dass diese Lügen auf einen sehr fruchtbaren Boden fallen. Dieser fruchtbare Boden besteht einerseits aus sozialen Netzwerken, die wie selbstverstärkende autonome Kreise diesen Effekt und die Verbreitung immer weiter erhöhen. Gleichzeitig auch eine Öffentlichkeit, die bereit ist, diese Nachrichten ungeprüft einfach entgegenzunehmen. Für bare Münze zu nehmen, weiter zu verbreiten. Das vielleicht teilweise sogar wissentlich und teilweise eben unwissentlich tut. Wir brauchen also eine Gesellschaft, die inhärent von sich selber heraus immun gegen Falschnachrichten ist. Wie sehr können Fake News und Social Bots die Bundestagswahlen im kommenden Jahr denn beeinflussen? Also es wird häufig in der Debatte so getan, als wäre das jetzt die einzige Einflussmöglichkeit, die politische Akteure nutzen. Wir leben in einer Welt, in der seit jeher im Internet politisch geworben wird. Wir haben Verlage, wir haben Fernsehsender, wir haben Radiosender, wir haben Plakate. Alle Möglichkeiten der Einflussnahme werden genutzt im Bereich der Wahlen, also im Bereich des Versuches, auf das Ergebnis einer Wahl irgendwie Einfluss zu nehmen. Fake News und soziale Netzwerke sind da nur einige von vielen Phänomenen, wie Menschen versuchen, auf Wahlen Einfluss zu nehmen. Trotzdem, Facebook, Twitter, Instagram und andere sind die Hauptübermittler dieser Falschmeldungen. Wie müssten die denn reagieren? Also wichtig ist vor allem, den Menschen jetzt keinen Zensurriegel vorzuschieben. Denn sie wissen, in einer Welt, in der schon die ganze Zeit von der Lügenpresse die Rede ist, ist das Letzte, was wir jetzt brauchen, noch ein Zensurmechanismus. Dann wäre das Weltbild gewisser Parteien sicherlich schon längst komplett. Wichtig ist hier, Aufklärungsarbeit zu leisten. Das heißt, den Menschen dabei zu helfen, Fake News zu erkennen und vor allem diese selbstverstärkenden Algorithmen, die immer wieder zu deren Verbreitung führen, etwas anzupassen und dahin zu gehen, zu stoppen. Dass sie ein Korrektiv werden zur Verbreitung von Fake News. Denn diese Mechanismen, diese Algorithmen sind es gerade, die ausgenutzt werden von den Verbreitern dieser Falschnachrichten. Und diese Algorithmen brauchen leichte Anpassungen, aber keine Zensur, um dieser Verbreitung ein bisschen Einhalt zu gebieten. Keine Zensur, aber der Gesetzgeber ist trotzdem gefordert. Kann man denn die genannten Facebook und Co. in Haftung nehmen? Ich glaube, dass das vielleicht rechtlich möglich wäre. Ich bin aber kein Jurist. Das Entscheidende ist, würde das etwas bringen? Und wenn Sie sich überlegen, wie schnelllebig soziale Netzwerke sind und wenn Sie sich überlegen, wie langsam aus gutem Grund die juristische Apparate in Deutschland funktionieren, dann wissen Sie, dass es quasi Monate dauern würde, bis so ein Fake-News-Fall einmal untersucht, aufgeklärt und irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wurde, während es Minuten fordert, einen neuen in die Welt zu setzen. Das heißt, dieser Schnelllebigkeit der sozialen Netzwerke werden wir mit juristischen Maßnahmen einfach nicht gerecht werden. Das heißt, der Schaden ist längst angerichtet, wenn dann irgendwann einmal jemand zur Rechenschaft gezogen werden könnte. Sie haben vorhin das Wort Zensur verwandt. Der Deutsche Journalistenverband befürchtet genau das, nämlich eine schleichende Zensur, wenn die Politik die Oberhoheit über das Netz bekommt. Ist das gerechtfertigt? Ich denke, dass das Risiko eines jeglichen Zensurapparates ist, dass er irgendwann einmal ausgenutzt wird. Häufig werden Zensurapparate von Leuten installiert, die meinen damit nichts Böses. Ja, wir haben das auch in Deutschland ja viele Versuche gesehen, bestimmte Inhalte im Netz zu zensieren. Und wir haben uns als Gesellschaft immer wieder aus gutem Grunde dagegen entschieden, Zensur auszuüben, sondern vielmehr Täter dingfest zu machen, wenn es um dokumentierten Kindesmissbrauch geht. Bei der Verbreitung von scheinbar Wahrheiten
Unwahrheiten und Lügen, werden wir nicht ein Ministerium für Wahrheit gründen können, was dieses Problem löst. Ich denke auch, dass das Problem in seinem Ausmaß ein ganz anderes ist. Und das ist der fruchtbare Boden, auf den diese Lügen in der Gesellschaft fallen. Also die Bürger, die nicht mehr die Kompetenz haben, eine vertrauenswürdige Quelle einzuschätzen. Und wir sehen, dass diese Probleme ja sogar inzwischen hochgehen bis zu dem Verteidigungsminister Israels, der direkt auch noch Militärschlag androht, weil er irgendwie auf Facebook irgendwelchen Unsinn gelesen hat. Ich denke, der fruchtbare Boden sind wir. Und da brauchen wir nicht einen Staat, der uns bevormundet und uns jetzt sagt, was die Wahrheit ist, sondern wir müssen selber wieder die Fähigkeit entwickeln, diese zu erkennen und uns unabhängig zu informieren. Herzlichen Dank, Linus Neumann vom Chaos Computer Club.